Irgendwie dreht sich der Motor nicht. Der macht nur Bzzz. Alter, Leute, überhaupt keine Ahnung. Das macht keinen Spaß. Die Leute, die davon Ahnung haben, die kriegen wahrscheinlich jetzt die Krise. What? Wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Heute ist der Tag, um die Mülltonne rauszubringen. Also machen wir das jetzt mal. Ach nein, ich habe ganz vergessen, auf das Datum zu schauen. Und damit darf ich euch alle recht herzlich willkommen heißen zu diesem neuen Video. Natürlich habe ich mir das gerade ausgedacht. Ich wusste natürlich, dass heute der Müll nicht rausgestellt werden muss. Aber ich denke, ihr wisst, worum es mir geht. Ich will heute etwas richtig Schönes vor allen Dingen bauen und es soll auch so ein bisschen praktisch sein, damit wir halt eben immer genau wissen, was für ein Datum heute ist, was für einen Monat wir haben und sowas in der Art. Also Leute, bleibt sehr, sehr gerne am Video dran, denn heute werden wir speziell, was das Schleifen angeht, eine brandneue Maschine für mich. Neu ist die Maschine allerdings nicht. Wir werden eine ganz, ganz neue Maschine hier in der Werkstatt benutzen, mit der wir dann halt eben heute das Projekt schleifen werden. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Dafür müsst ihr aber noch ein bisschen am Video dranbleiben. Und weil ich im Moment gefühlt 2 Millionen Schneidebretter baue, habe ich definitiv genug Holzabschnitte, die wir benutzen können, um heute das Teil zu bauen. Wir schauen uns mal die Hölzer an. Ich will auf jeden Fall irgendwie sowas in die Art mit Sippo haben. Das fände ich ganz cool. Ein bisschen Eichenholz. Wäre auch nicht gerade verkehrt. Da müssen wir mal schauen, dass wir da ein paar geeignete Stücke rausbekommen. Das hier soll unsere Grundplatte werden, weil das nicht breit genug ist. Werden wir das jetzt erstmal abrichten, damit es im Endeffekt breit genug ist. So, guck mal, Paul, da alle Streifen rausgeschnitten. Ich habe es ja eben angesprochen, ich habe eine wunderschöne neue Maschine, darüber soll es auch eigentlich ein eigenes Video schon auf dem Kanal geben. Die ist gar nicht so neu, die steht irgendwie seit einem halben, dreiviertel Jahr hier in der Werkstatt. Ich habe es nur jetzt mal frisch gemacht. Und zwar will ich damit meine Teile schleifen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, Tischfräse, wie soll denn das gehen? Ich zeige es euch einmal und dann noch ein paar Worte dazu, was so die Maßgenauigkeit angeht. Also, wir schleifen das Ganze mit einem Vorschubapparat. Und da seht ihr das Schleifaggregat. Das ist ein Schleifigel und mit dem schleifen wir jetzt halt auch eben diese ganzen Leisten. Einige von euch werden bestimmt den Gedanken haben, Philipp, warum schleifst du das nicht am Kantenschleifer? Zuallererst, ja, das geht natürlich. Damit kann man die Teile auch normal schleifen. Aber ich will mich natürlich auch bei allen Themen so ein bisschen verbessern und von der Tischfräse mit Vorschub erhoffe ich mir einfach ein etwas gleichmäßigeres Schleifergebnis und auch so, dass das Ganze wirklich plan bleibt. Ich habe alles hier in der Werkstatt gehabt mit dem Schleifigel, die Tischfräse habe ich vor 1,5 Jahren gekauft und deswegen muss ich es nur noch nutzen. Das heißt, ich habe jetzt nicht extra die Teile neu gekauft. Deswegen für euch als Information. Bei kurzen Teilen ist das Teil hier wirklich sehr, sehr effektiv, aber bei geraden Teilen, wo es jetzt auch vielleicht ein bisschen kleiner sein könnte, wie bei den Teilen, wie wir es hier haben, ist es manchmal auch ein bisschen gefährlicher hier an dem Kantenschleifer das zu schleifen. Ich hoffe, so einfach die Frage beantworten zu können. Es gibt ein paar weitere Vor- und Nachteile, da will ich aber in dem heutigen Video nicht so genau drauf eingehen. Thema Genauigkeit. Ich habe mittlerweile meine ganzen Maschinen so ein bisschen gepimpt, dass es halt eben relativ genau mit denen funktioniert. Ich habe zum Beispiel an der dicken Hobelmaschine 12,8 mm eingestellt. Ich möchte ein späteres Maß von 12 mm an Dicke hier haben. Und hier mit dem Setup schleife ich ungefähr 2 Zehntel ab. Das bedeutet, ich kann an beiden Seiten 2-mal einen Durchgang schleifen und so sollte ich dann halt eben auf meine finale Dicke kommen. Ich habe es bei einem schon ausprobiert, funktioniert relativ gut und das ist das Schöne, wenn man so ein bisschen Zeitmaschinen reinsteckt, dann funktionieren die irgendwann auch einfach ein bisschen besser. Ich würde sagen, wir schmeißen das Teil mal an und dann zeige ich euch ein Vorher-Nachher-Leiste, wie sie halt eben aussehen. Man wird nur leider gleich nicht mehr so viel erkennen können. Ich kann euch nur so viel sagen, dass das, was wir hier schleifen, eigentlich schon fast so das Kleinste ist, was wir mit schleifen können, weil das ist schon wirklich, da haben wir wenig Andrückfläche mit den Vorschubwalzen. Deswegen ist das hier schon eine knappe Sache. Wir können die Maschine starten.
Und das Coole ist, so eine Tischfräse ist ziemlich leise. So, das war's schon. Vorschub. Hier mal so ein kleiner Vergleich. So sieht das Kantel vorher aus. Geschliffen sieht es dann so aus, wie gesagt, und die Kanten bleiben auch genau auf 90 Grad. Und hier die dünnen Leisten sehen so aus. Ab und zu sieht man jetzt hier solche dunklen Marken. Die kann man ganz schnell wegschleifen mit ein bisschen Handschleifpapier. Das ist nur vom Tisch, weil die jetzt noch relativ frisch ist und noch nicht so viele Teile über die Oberfläche gefahren sind. Aber ihr seht ja, das kann man schnell wegschleifen. Knuddel, knuddel, knuddel. Mit das Schwierigste oder das Aufwendigste bei dem heutigen Projekt wird so die Verbindungsmöglichkeit sein. Also wie verbinden wir die ganzen Teile? Ich werde heute was Neues ausprobieren und damit wir das ausprobieren können, müssen wir natürlich alle Teile erstmal fertig machen. Heute ist der nächste Tag, deswegen können wir das Zippo-Teil für das Fundament mal ausspannen. Ich nehme es mal hinten vom Boden. Abrichten und herrichten. Das ist das, was man macht. Also, ich habe einmal alles markiert. Ihr seht, ich habe auch ein bisschen blaues Kreppband benutzt, damit ich weiß, wie ich meine Teile später auch an der Langlochbohrmaschine ausrichten werde. Denn heute werden wir keine Langlöcher bohren, sondern Dübellöcher. Ich habe dafür die Langlochbohrmaschine noch nicht benutzt, deswegen will ich es mit dem heutigen Projekt mal ausprobieren. Denn Dübel sind an und für sich eine richtig feine Sache. Ich mag sie aber halt eben nicht so gerne markieren bzw. dann bohren, weil das Ganze oftmals dann so ein bisschen schief wird. Mit der Langlochbohrmaschine sollte das Ganze allerdings funktionieren. Für euch als Info hier, diese blauen Streifen sind einfach nur so ein Hinweis, dass das hier oben ist. Dass ich halt eben das Ganze nicht verdrehe, das ist relativ wichtig. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet an der Langlochbohrmaschine, werden wir jetzt einmal bohren. Wir haben hier an der Langlochbohrmaschine einmal eine Auflage, damit ich hier mit meinem kleinen Fräser auch wirklich tief genug ins Material reinkomme. Ich stoße hier sonst dagegen. Außerdem habe ich mir hier eine Linie gezeichnet, damit ich halt eben dort mein Material im 90-Grad-Winkel zu meinem Anschlag einmal festspannen kann. Außerdem habe ich auch hier einmal ein Teststück gemacht. So, ich spanne es mal auseinander. So sieht das Ganze ungefähr aus. Wir haben hier zwei Löcher, haben das Ganze mit der Langlochbohrmaschine gebohrt. Und wenn ihr euch fragt, wie finde ich hier die Position mit meiner Langlochbohrmaschine? Das Ganze ist relativ simpel. Ich habe mir hier diesen Dorn mal gedreht, den kann ich einspannen und kann dann meine Mitte anvisieren und das Ganze halt eben so einstellen. Links und rechts den Anschlag, das sind einfach zwei Bolzen, die kann man lösen und dann wieder festspannen, wenn wir an der richtigen Position sind. Und deswegen sollte das hoffentlich jetzt zumindest mal bei den Teilen hier alles relativ problemfrei funktionieren. Eigentlich müssten wir es jetzt nur einspannen, unsere Löcher bohren und dann sollte es auch schon passen. Die erste Bohrung ist jetzt schon mal an den Querhölzern gebohrt. Das heißt, jetzt kann ich mir wieder meinen Dorn einspannen und kann die nächste Position anfahren. Das ist erledigt. Anschlag ist gesetzt. Jetzt heißt es nochmal fix den Fräser austauschen bzw. einbauen erstmal.
Sebo, 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 Sebo. So, probieren geht über studieren, deswegen testen wir jetzt einfach mal, ob das funktioniert hat. Nee, das ist viel zu eng drin. Ey, ich bin selbst ein bisschen baff. Das ist richtig gut. Also das sitzt sehr, sehr, sehr akkurat. Also das Einzige, was halt hier echt der Fall ist, das ist relativ aufwendig, das mit dem Ansetzen, aber es ist jetzt nicht kompliziert. Solange man die Abstände bei den Bohrlöchern einfach gestaltet, das heißt 10 mm Abstand von der Kante und dann nochmal 15 mm zwischen den Bohrmittelpunkten, ist das echt jetzt nicht so wild. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir diese Verbindung auch unten anbringen können. Ich schau mal, ob das auch mit der System, mit der, ach, ihr wisst, was ich meine. Dieses große Teil können wir auch hier auf der Maschine bohren. Ich muss auch jetzt nur wieder nochmal die Position anlotsen. Also wenn jemand von euch da einen Tipp hat, wie man das einfacher gestalten könnte, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil dieses ständige Wechseln, das ist schon ein bisschen nervig. Es wäre cool, wenn man einmal die Höhe einstellt und dass man direkt die Position anfährt. Aber was willst du machen? Den ersten Grobschliff haben wir ja eben an der Tischfräse getan. Das haben wir gemacht, dass wir einfach mal auf unser Maß kommen, um alles anreißen zu können und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir zum finalen Schliff tatsächlich. Ich muss hier noch Fasern anschleifen. Dafür habe ich eine coole Vorrichtung, die werde ich auch gleich nutzen. Und ich habe jetzt hier so ein paar Marken von dem Tisch, der Tischfräse. Deswegen werde ich jetzt noch ganz sanft einmal am Kantenschleifer vorbeigehen. Da geht es jetzt wirklich nur noch darum, die Oberfläche so zu schleifen, dass sie später ideal geschliffen ist für das Oberflächenfinish, für das Konterholzholzfinish. Und vor allen Dingen möchte ich das Ganze dort direkt fasen, denn ich habe hier an einem Stück speziell auch die Möglichkeit, dass es hier halt zu Ausrissen kommt. Deswegen schleifen wir das auch direkt an der Fasenvorrichtung, geht sowieso viel einfacher. Und das machen wir jetzt hinten am Kantenschleifer. Das hier sind gerade die Leisten gewesen, die wir geschliffen haben und die habe ich noch ein bisschen von Hand geschliffen und so sind sie tatsächlich ideal. Kurz noch ein bisschen mit Handschleifpapier drüber gehen und dann sind die auch schon fertig geschliffen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, ich wollte eigentlich jetzt hier das Ganze anfangen zu lasern, aber irgendwie dreht sich der Motor nämlich. Ich habe hier diesen, ich glaube Step-Motor oder so heißen die Teile, der macht nur bzzz. Obwohl es wahrscheinlich nicht am Motor liegt, weil ich habe noch einen zweiten Motor, der macht auch bzzz. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwo vielleicht Strom fehlt und dass der irgendwie... Ich habe den Übeltäter, glaube ich, gefunden. Ich habe jetzt mal alles auseinandergebaut. Und ich glaube, entweder da ist irgendeine Sülze reingelaufen oder da ist ein Bauteil kaputt gegangen. Ich glaube nicht, dass da irgendein Bauteil ist, was so normal kaputt geht. Deswegen werde ich mal jetzt mal einen Pinsel nehmen. Ich habe gar keine Ahnung, wie man sowas reinigt. Und deswegen werde ich es jetzt einfach mal versuchen zu reinigen. Alter Leute, überhaupt keine Ahnung, das macht keinen Spaß. Vielleicht ist wegen dem Gedöns, wegen der Sülze da auf der Bedienung hier, vielleicht ist da deswegen irgendwo ein Kurzer entstanden. Weil das hört sich die ganze Zeit so an, als wenn der Motor von zwei Phasen Strom bekommt und dass ich deswegen nicht drehen kann. Die Leute, die davon Ahnung haben, die kriegen wahrscheinlich jetzt die Krise. Alter Leute, überhaupt keine Ahnung, was passiert jetzt? What? 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 Okay. Ey, ich hätte echt gedacht, das Ding wäre jetzt Schrott. Ich habe mich schon gesehen, wie ich einfach für 500... Wissen wir, jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe so viel Sache, ich habe zum Beispiel jetzt... Kann ich das sagen? Alter, ich habe 600 Euro verballert, für so Werbung anzulaufen und die ist nicht aufgegangen und das passiert so oft. Also als Selbstständiger, da ist so oft Schmerzensgeld dabei, was man bezahlen muss. Warum macht das jetzt schon wieder? Fuck. Fuck,
zu früh gefreut oder was? Oh, fick dich doch ins Knie. Ich habe mich zu früh gefreut. Also Leute, ich kotze im Strahl. Das ist jetzt echt ärgerlich. Vor allen Dingen muss ich noch ein paar Frühstücksbrettchen fertig machen. Ich habe zwar jetzt einen Ersatzlaser, mit dem geht's, aber das ist super aufwendig, weil der ist viel zu klein. Das Ganze muss ich mal so ein bisschen überdenken. So, nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier noch diese Risse zukitten. Dafür habe ich hier so einen Einkomponentenspachtel. Der muss aber noch trocknen, dann können wir morgen weitermachen. In alter Frische, ne? So, den Kopf in den Sand stecken bringt dir jetzt leider doch nichts. Ich werde jetzt übrigens mal eine neue Platine bestellen. Wahrscheinlich ist einfach nur das kaputt, weil der Motor ist definitiv nicht kaputt. Es geht wirklich nur bei dieser X-Achse, die will halt eben neben mir laufen. Oh Mann, super ärgerlich. Ich hätte mich jetzt gern das Projekt relativ weit nach vorne gebracht, aber das hier wird jetzt wahrscheinlich eine Woche fressen. Ist jetzt halt so. Wir werden uns jetzt trotzdem noch um das Sippo-Teil kümmern, mit dem wir dann später unsere Zeiten anzeigen werden. Deswegen werden wir hier noch mal ein bisschen was aus diesen Kanthölzern herstellen. Dieselleiste, die habe ich noch, das heißt, die brauchen wir nicht mehr herzustellen. Genau. Und die werden wir jetzt einmal fix bauen. So Leute, jetzt geht's endlich weiter, wie nach Plan. Nicht ganz nach Plan, weil der Laser, den ich eigentlich benutzen wollte, jetzt nicht geht. Aber wir können auch meinen Ersatzlaser benutzen, dann müssen wir einfach alles in mehreren Schritten lasern. Ich zeige euch einmal, wie ich das jetzt ausgerichtet habe. Super simpel. Wir schauen als erstes auf den PC, weil wir müssen sie an 3 Stufen lasern. Und das machen wir jetzt. Also, die Leiste ist 40 cm breit. Ich möchte links und rechts 2 cm Luft haben. Das heißt, unsere Schrift darf insgesamt nur 36 cm breit sein. Also hämmer ich diese Schrift hier rein, also meinen 1 bis 31. Und danach schaue ich einfach, dass oben die Breite 36 cm hat. 360 mm kann man einfach ablesen und einstellen. Ganz genau. Das hätte ich auch nochmal durchlasern können, wenn der große funktioniert hätte. Und das geht jetzt hier nicht, deswegen mache ich von 1 bis 10, von 11 bis 20 und von 21 bis 31 die Zahlen jetzt in 3 Schritten. Und genau, hier könnt ihr das sehen. Bis 10 habe ich eben die erste Gravur gelasert. 11 bis 20 war jetzt die zweite Gravur. Nicht wundern, der Abstand zwischen 9 und 10 ist leider ein bisschen zu klein. Da habe ich einen Fehler aber vorher beim Reinschreiben gemacht. Da fehlt einfach das Leerzeichen. Genau, jetzt können wir die nächsten Zahlen ins System reinschreiben. Das bedeutet, ich muss jetzt einfach mir das Buchstabenwerkzeug hier nehmen. Mach das alles hier weg. 3-0, 3-1. Einzige, was hier wichtig ist, schau, dass er wirklich das richtig schreibt. 21, bla 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 bla. Das passt soweit. Jetzt müssen wir natürlich den Abstand hier zu unserer vorangehenden Schrift einmal gravieren. Dafür gibt es hier dieses Werkzeug. Da kann man einfach jetzt mal hier messen, okay, wie viel Millimeter haben wir dann hier? Ja, 3,5 Millimeter. Das heißt, wenn wir hier ja, 4 mm Abstand haben, ist das okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt in dem Fall das hier so verschieben. Das sollte funktionieren. Ich fahre jetzt erst einmal mit dem Laser unten hin, schaue, dass das Ganze waagerecht ist. Das hier mache ich jetzt einfach mit der Maus. Ich fahre jetzt immer in 5 mm Schritte nach oben. Damit ich auch den Laser sehe, drücke ich einmal den Feuerknopf. Das müsst ihr einfach in Lightburn einmal einstellen. Und dann funktioniert das schon. So, jetzt sind wir genau hier auf der, genau hier zwischen den beiden Leisten. Jetzt stelle ich mir 30 mm ein und fahre jetzt 30 mm nach rechts, sind immer noch in der Mitte. 30 mm, sagt, das passt soweit. Das heißt, wir können jetzt einmal auf den linken mittleren Startpunkt fahren. Wenn das hier unsere Schrift ist, also 21, 22 und so weiter und so fort, dann können wir diesen Punkt hier, 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 diesen, diesen und diesen als Referenzwerte angeben. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier hinfahren und sagen, okay, das ist in der Mitte von der Höhe von unserer Leiste, das heißt 16 mm jetzt einfach, weil wir an der Kante sind, hochfahren und einfach auf den letzten Buchstaben fahren und dann wieder 4 mm rüber. Das heißt, hier ist genau der Punkt, wo unsere Schrift anfangen soll, gelasert zu werden. Und da fahre ich jetzt einfach hin, schaue, wenn das übereinstimmt und dann hämmer ich die Zahlen bei mir in den Computer rein. Also, wir müssen 16 mm nach oben fahren. Also trippe ich 16 mm ein, einmal nach oben fahren. So, und jetzt an den Anfang unserer Schrift. Eins, zwei, drei, vier. Das hier sind die Punkte, wo unser Laser jetzt steht. X15, Y67. Und das hier sind die Punkte, die ich eben angesprochen habe.
daran richten wir jetzt unsere Gravur aus, ob wir jetzt mittig unseren Punkt hier hinsetzen wollen. Das heißt, die Schrift sitzt hier so. Wir wollen aber links, Mitte, dass das unser Startpunkt ist. Das heißt, ich übertrage jetzt einfach hier 15 und 67 in das Feld. 15, 67 und ihr seht schon, dass die Schrift jetzt genau hier hinfährt. Das ist so einfach wie das. Und dann haben wir dieses Werkzeug hier. Jetzt können wir noch einmal überprüfen. Da drücken wir jetzt einfach hier drauf, ob unsere Schrift passt und wohin halt eben der Laser fährt. Geht sogar auf. Das hier ist genau Unterkante. Geht das auf? Und jetzt können wir einfach die Gravur starten. Das ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen komplizierter. Man muss ein bisschen mehr um die Ecke denken, weil wir die Schrift halt jetzt in drei Durchgängen gelasert haben. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert trotzdem. So sieht die fertige Schrift aus. Leider habe ich alles ein Stückchen zu weit nach unten gesetzt, aber ich denke, das hier ist so okay. Genau. Als nächstes geht es an den Ruvi-Frästisch, denn wir werden hier einen Nut reinfräsen, damit das hier quasi später unsere Anzeigenblätter sein werden, damit wir die einzelnen Tage, Wochen und Monate damit halt eben anzeigen können. Deswegen werden wir jetzt hier als erstes einen Schaftfräser einspannen, damit wir das halt eben tun können. Weil ich habe jetzt derzeit nur Phasen- und Abrundfräser eingespannt. Den Phasenfräser werde ich jetzt sowieso links einbauen, weil den werde ich später noch brauchen. Deswegen werde ich das gerade alles in einem Gang machen. Guck mal hier dann. Schaftfräser rein. So, die Nut ist gefräst. Wir können hier unseren Frästick ein bisschen umstellen. Der Schaftfräser kann runter und unser Phasenfräser kann rauf. Das Ganze können wir jetzt einfach so miteinander verleimen. Und das machen wir jetzt natürlich auch direkt. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie hier das unter dem Kit aussieht. Ob wir die Risse schön gleichmäßig ausgefüllt haben, werden wir jetzt sehen, wenn wir das Ganze mal fertig geschliffen haben. Fertig geschliffen sieht die Oberfläche dann so aus. Da bin ich echt gespannt, wenn da das Finish mal drauf ist, wie das Ganze dann aussieht. So, endlich sind wir an diesem Punkt angekommen. Jetzt können wir alles final zusammenbauen und mit am wichtigsten ist natürlich, dass wir hier unsere Zeiger auch jetzt erst aufstecken, damit wir die später nicht vergessen. Ne? Das ist ganz wichtig, weil die können wir dann später nicht mehr dran packen. Ihr habt das Ganze, glaube ich, noch nicht zusammengebaut gesehen. Deswegen bin ich gespannt, wie ihr das Ganze findet, wenn das Ganze jetzt halt eben zusammengesteckt wird. Und übrigens, ganz am Schluss werde ich euch einen Fail zeigen. Das ist ein kleiner Insider dann oder ein Insider, aber den werde ich euch gleich erst zeigen. Also bauen wir jetzt erstmal alles zusammen. Jetzt kommen wir natürlich zum Holzfinish und da werden wir das Konterholz Holzfinish benutzen. Und das heutige Projekt zeigt ganz gut,
was so die Vorteile von diesem Finity halt eben sind. Wir können das jetzt auftragen und ich kann es einfach heute Nachmittag ganz normal aus der Werkstatt mit nach Hause nehmen. Und solange ich darauf achte, dass ich keine dreckigen Finger habe, dann kann ich das Teil schon in die Wohnung stellen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man andere Oberflächen verarbeitet, da sind oftmals Chemikalien drin, wie zum Beispiel Sikkative. Da muss man zuerst mal aufpassen, dass die Lappen nicht anfangen zu brennen. Das heißt, wenn man Kinder hat, die in der Werkstatt auch basteln, ist das eine problematische Kombination. Des Weiteren haben wir hier keinen blöden Duft, das heißt, es riecht nicht nach Terpentin. Ich habe vor etwas längerem mal wieder so eine andere Oberfläche verwendet und die hat in meinem Büro gestanden. Und das Ganze hat 3 Wochen lang nach Verdünnung in meinem Büro gestanden, kann ich nicht empfehlen. Und ja, das sind so einige Vorteile von dem Kontoholzholzfinish. Das können wir jetzt einfach auftragen, den Überschuss abreiben und das war es dann auch tatsächlich schon. Ich habe vor kurzem meine Tischfräse restauriert, deswegen sollte ich hier ein bisschen aufpassen mit der Werkbank, da könnte ein bisschen Öl drauf sein, deswegen das Papier unten drunter. Ich kann mir jetzt einfach das Finish nehmen und verreibe das einfach auf der Oberfläche. Das ist immer das, wovon ich spreche. Ich habe das Finish jetzt aufgetragen, den Überschuss abgerieben und jetzt können wir es auch schon benutzen. Das ist einer der riesigen Vorteile von dem Kontoholzholz, finde ich, wie ich finde, dass wir das Ganze halt eben schon einsetzen können. Jetzt werde ich euch natürlich mal zeigen, wie das Teil aus der Nähe aussieht und wie es funktioniert, was relativ klar sein sollte. Also, heute haben wir den 30. März und das Ganze ist ein Donnerstag. Das heißt, heute kommt noch mal ein neues Video raus. Am Anfang vom Video habe ich euch ja versprochen, dass ich euch noch einen Fail zeigen werde. Und das ist mir persönlich auch eigentlich ganz wichtig, dass man auch mal zeigt, wenn was nicht so glatt läuft. In dem Fall kann ich mit leben, weil es nur 2 Tage und Monate sind, die nicht richtig angezeigt werden. Und zwar ist das der 1. und der 31. Weil unser Anzeigestück zu breit ist, deswegen ist das im Prinzip immer, also der 1. ist im Prinzip schon immer rum. Ist aber auch eigentlich ganz gut, weil am 1. geht immer vom Konto das ganze Geld ab, deswegen bin ich froh, wenn der Tag schon mal vorüber ist. Aufhänger für dieses komplette Video war ja gewesen, dass wir die Zeit nicht vergessen wollen und damit vergisst man definitiv nicht mehr, was für ein Tag ist, ob heute am Dienstag oder ein Mittwoch ist, ob heute der 30. oder der 29. ist. Das war eben so ein bisschen der Aufhänger für den heutigen Titel auch von diesem Video. Und ich bin echt super, super happy, wie das Ganze geworden ist. Also Leute, abonniert gerne den Kanal. Ich werde jetzt wieder verstärkt solche Projekte bauen, die ein bisschen mit Massivholz halt eben ablaufen. Und genau, da werde ich jetzt so ein paar verschiedene Projekte bauen. Deswegen abonniere gerne den Kanal, da wird jetzt bald in Zukunft noch ganz viel Zeug kommen.